So, willkommen zu einem neuen Video, Leute. Es soll diesmal nicht um eine Rezension gehen, denn dieses Heft habe ich nicht gelesen bisher, sondern nur ein normales Vorstellungsvideo, wie ja die meisten auf meinem Kanal auch sind. Es soll um Cthulhu gehen, wie unschwer zu erkennen ist und im Videotitel zu lesen ist, nämlich um die oberen 10.000, ein Berufeheft, wie man hier unten rechts unschwer erkennen kann. Ja. Diese Berufehefte der siebten Edition sind ja sozusagen gerade erst im Kommen. Es gibt bisher, glaube ich, nur ein einziges, das ich auch schon mal vorgestellt habe, nämlich Mystiker und Magier. Das Berufslabel gibt es sonst nur auf diesem Heft. Ja, und diese Hefte sind so eine Art Ergänzung zum, ich wollte gerade sagen, aventurischen Kompendium. Ich bin total DSA verseucht. Nein, zum Investigatoren-Kompendium von Cthulhu 7. Edition. Wer den Klappentext noch nicht kennt, kann das auch hier nochmal sehen. Wie immer so ein bisschen nett verziert, ne, mit so Handout-Sachen, so alten Fotos und solchen Geschichten, irgendwie abgebrannte Streichhölzer und sowas, irgendwelche alten Briefe hier. Naja, und ihr könnt das ja hier entsprechend sehen, worum es geht. Man soll hier einfach eine Ergänzung, eine Berufsergänzung bekommen zu den sehr zahlreichen Berufen des Investigatorenkompendiums. Denn, um das nochmal einmal, ja, so im Vergleich darzustellen, im Cthulhu-Grundregelwerk gibt es ja zwar auch Beispielberufe, aber dort habt ihr, ich sag jetzt mal, ganz grob 25 Stück. Im Investigatorenkompendium habt ihr ungefähr 125 Stück. Ich habe es irgendwann mal gezählt. Zusätzlich habt ihr im Investigatorenkompendium noch ganz viele, also ihr habt Berufsbeschreibungen, also kleine Texte dazu. Das habt ihr im Grundregelwerk nicht. Und es gibt natürlich noch weiteres, nämlich diese Berufshefte. Und da wird sich einem bestimmten Thema natürlich gewidmet und dann auch natürlich ausschweifender. Das habt ihr in Mystiker und Magier ja vielleicht schon gesehen und wir werden uns eben ansehen jetzt, wie das hier in diesem Berufeheft für ja, die oberen 10.000, also für die sehr reichen Leute ist. Das Cover gefällt mir auch hier sehr gut. Das ist ja auch alles so auf die 1920er Jahre, ne, so 20er, 30er wieder gemünzt. Und das, also die Standard-Cthulhu-Zeit, sag ich mal. Ich weiß zwar nicht genau, warum hier dieses rote magische Feuer irgendwie um diese beiden Leute hier rumflackert, aber vielleicht ist das irgendwas mit Magie. Keine Ahnung. Jo. Achso, das Heft an sich. Also ich finde wie immer, ne, Cthulhu-mäßig ist es hier alles gut gelungen, sieht gut aus, passt. Ich finde es auch gut, dass sie hier dieses Grüne für die Berufereihe dann genommen haben und für andere Dinge eben andere Farben. Auf der Rückseite sieht man das natürlich auch. Rot sind ja immer Regeln und hier hat man dann dieses Grüne. Und wenn man genau hinguckt, ne, so ein bisschen wie so ein Buchrücken halt von so einem alten Folianten. Ja. Es ist verhältnismäßig, ja, naja, dünn kann man jetzt eigentlich gar nicht so sehr sagen. Also hat 80 Seiten, also ein normal dickes bzw. dünnes Berufe-Cthulhu-Heft. Und sonst ist vom Äußerlichen eigentlich nicht mehr groß was zu sagen. Naja, außer vielleicht der Geruch oder so, oder die Verarbeitung natürlich. Also der Geruch, ja. Ja, riecht ein bisschen, also es ist ein bisschen, ja, also den Druck bemerkt man noch, sag ich mal. Es riecht ein wenig giftig. Man hat das Gefühl, man muss unbedingt husten. Ja, und es ist wieder in so einem, ja, also jetzt nicht vergilbtem Weiß, aber in so einem leicht antiquiertem Weiß gehalten. Und das Papier ist auch so ein bisschen wertiger. Und sonst natürlich nicht vollfarbig, sondern grau. Wie eben in den Erweiterungsbänden von Cthulhu, vor allem diesen Heften, in der Regel üblich, ja. So.
der Kollege hier, der Dan, der, wenn er das Buch aufmacht, dann macht er ja immer erst noch hier alles so ganz gerade und so. Ich mag das immer gar nicht, weil ich dann, ich will das immer nicht kaputt machen und so eindellen, also so umknicken, sag ich mal. Ja, ich hoffe, das läuft auch hier mit dem Licht irgendwie. Es ist ja Sommer draußen und es kommt genug Licht durch die Fenster. Aber auf meinem Display sieht das hier immer alles sehr dunkel aus. Und ich habe extra kein zusätzliches Licht hier aufgestellt, da ich denke, dass das irgendwie trotzdem klappt. Und es gibt ja auch nicht so viele geile, bunte Bildersachen, dass man das jetzt hier unbedingt zeigen müsste. So, okay. Dann wollen wir mal gucken. Natürlich von 2018. Und vom Impressum her ist mir jetzt für mich selber nichts Besonderes aufgefallen. Ich kenne ja auch diese ganzen Leute nicht wirklich. Ich glaube, Stefan Frank hier, Redaktion, ich glaube, den habe ich jetzt mal gesehen irgendwo, weil der bei Orkenspalter TV mal auf der RPC im Zelt saß oder so. Glaube ich zumindest, dass er das war. Aber sonst habe ich von diesen ganzen Leuten nicht wirklich Ahnung. Ja, ach so, übrigens, ich habe auch einen freien Code hier dazu bekommen. Ich muss sagen, ich habe das nicht bei Pegasus direkt bestellt, sondern ich habe das bei eBay, bei so einem, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, bei so einem Rollenspiel-Shop irgendwie, ich weiß es nicht mehr, wie der hieß, bestellt, und weil das war irgendwie der einzige, der den da hatte, der das Heft da hatte, und da lag so ein Pegasus-Flyer dabei mit einem Code zum freien Download. Weil die haben ja irgendwie auch so eine Drive-Thru-Homepage, sag ich mal. Ich glaube, das ist das, ne? Ja. Naja, und da habe ich mir das auch noch runtergeladen. Das heißt, ich hätte wie üblich, oder wie ich das jetzt schon zweimal gemacht habe, auch die PDF durchscrollen können. Aber ich habe gedacht, komm, das ist jetzt halt so ein physisches Ding, was man auch mal irgendwie zeigen kann. Auch so von der Papierfarbe oder so. Und dann, ja. Na gut, okay, diese sieht man dann wahrscheinlich auch in der PDF, aber ne, so vom Haptischen her einfach mal zeigen. Jo, ja, kleines Vorwort, die Schrift ist immer groß genug, wie ich finde. Ja, die Schrift ist wie immer diese geschwungene Cthulhu-Schrift. Und sie haben wie immer natürlich vom Layout das, was sie sonst auch haben. Ne? Hier am Rand kann man eben gucken, in welchem Kapitel man ist. Ich glaube, es ändert sich. Ja, genau. Ja. Ist alles schön gegliedert, kann man gut lesen. Ich habe da einmal durchgeblättert bisher nur. Das fand ich alles ganz cool. Ja, erstmal geht es natürlich um eine allgemeine Sache, nämlich das Geld. Geld regiert die Welt. Da kriegt man erstmal eine, was ich auch wieder geil finde, eine kleine Kapitalismusgeschichte. Und zwar vom Altertum aus. Über das Mittelalter und die Neuzeit. Ja, genau, Neuzeit ist das letzte hier. Und 29, oder die 20er sind dann eben auch das letzte hier. Ich finde, die Bilder sind auch wieder ganz geil. Also es gibt zwar auch mal hier, es gibt zwar auch mal so ein Bild, ne, so altertumsmäßig, weil hier geht es jetzt um die Fuggerei einmal kurz. Aber ich meine, es gibt eben auch solche netten alten Bilder. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so Labbildermäßig ist. Also ganz ehrlich, das sieht jetzt für mich nicht so Labbildermäßig aus, was man ja manchmal bei Cthulhu irgendwo auch ja, gedacht hat, dass das so ein bisschen labmäßig ist. Jo, ja, verschiedene Formen des Reichtums. Ne? Erstmal was zu Mächtigen allgemein. Was gibt es noch für Formen des Reichtums? Es gibt Unternehmer, es gibt noch die Müßigen, da gibt es auch manchmal solche Skizzen hier, die dann ein bisschen günstiger in der Herstellung wahrscheinlich waren. Denn das ist ja jetzt auch kein Heft, wofür man unglaublich viel Geld aufwenden kann. Ne? Muss ich ja irgendwo auch noch rechnen. Die Genialen, manchmal sind die dann auch dick gedruckt. Ne? Hier steht dann zum Beispiel, oh Gott, ich habe jetzt die Lampe gerade hier, naja, ja, Maler von Weltrang, Stilikone und so. Das sind dann gleich so Berufsbezeichnungen. So, die Profis, die Glückspilze und dann kommen wir zum nächsten Kapitel. Wie das überhaupt ist, reich zu sein und reich zu werden. Jo. Firmen und Unternehmen sind eine Möglichkeit. Die haben dann erstmal hier auch so einen Kasten.
ja, da wird halt was zu Liquidität, Rendite und Ansehen gesagt. Und manchmal gibt es auch so ein Zitat hier am Anfang. Ne? Und auch Tipps für Investigatoren. Ja, dann kommt als nächstes Wertpapierhandel, auch wieder mit dem gleichen Dreiklang von Liquidität, Rendite und Ansehen. Und auch wieder die Investigatoren-Tipps am Ende. So, illegale Geschäfte und Villenschlösser und Land ist noch möglich. Dann geht es auch noch durch Spenden und Stiftungen und durch Kunst. Ja, ist ein guter Abriss von allen Möglichkeiten, die man sich so denken kann. Ja, und dann direkt noch was über Reiche und Mächtige in den 1920ern, sehr schön. Und hier gibt es dann eben auch einige Beispiele. John Davis Rockefeller, klar, ne, von Rockefeller hat man schon mal gehört. Oder von der Krupp-Familie, beziehungsweise ja, Bertha Krupp von Bohlen und Halbach. Bohlen, naja, Dieter Bohlen, ob der damit zusammenhängt, weiß ich nicht. Ja, Coco Chanel kennt man ja auch, vom Namen zumindest mal her, ne? Okay, und die anderen hier sagen mir nicht unbedingt was. Von Oranien-Nassau, das habe ich schon mal gehört, das Adelsgeschlecht. Mustafa Kemal. Puh. Ja, weiß ich nicht. Ja, Gandhi ist hier auch noch. Ja, nächstes großes Kapitel, Reichtum verpflichtet. Man muss natürlich die entsprechende Kleidung haben, Manieren, Sitten, die Etikette des Reichtums. So, hier gibt es dann so ein paar kleine Unterkapitel. Auch wieder gemünzt auf diese verschiedenen Arten von Reichen, nämlich einmal Mächtige, wieder Müßige, Unternehmer, Geniale, Glückspilze und Profis. Dann kommen wir zu Termine, Pflichten und Wohltätigkeit, die Lasten des Reichtums. Mal gucken, ob hier auch wieder diese einzelnen Arten der Reichen aufgeführt werden. Im Scheinwerferlicht, der Preis des Ruhmes, okay. Nö, also hier anscheinend nicht. Hier wird noch auf den Mythos Bezug genommen, im Verhältnis zu den Reichen. Das finde ich natürlich auch sehr wichtig für Cthulhu. Und dann kommt das nächste ganz große Kapitel, alles hat seinen Preis. Und hier sehen wir auch schon, dass es so langsam anfängt, dass es so Tabellen auch gibt. Ja, freundliche Unterstützung. Also man kann hier sich auch was durchlesen zu Bediensteten, Mitarbeitern und Anhängern. Was gibt es hier noch? Gehilfen bei der Erschaffung von Investigatoren. Okay. Beziehung der Vertrauten zum Investigator. Da kann man mit einem W10 wieder ein bisschen was auswürfeln. Ich halte es mal näher ran. So. Bisschen was für Vertrautenbildung hier, ne? Vorteile der Unterstützung. Ja, hier werden dann so Sachen aufgelistet, ne? Manuelle Arbeit, Botendienste, Recherche, besondere Fertigkeiten, gefährliche Situationen. Ja, und wie man Gehilfen darstellen kann auch noch. Ja, und dann kommt als nächstes die exquisite Ausrüstung. Bei Unternehmen, zum Beispiel Fabriken, Medien und Hotels. Und bei Privatbibliotheken gibt es, glaube ich, keine Unterpunkte. Ach so, nee, das ist schon ein Unterpunkt. Hey, oder? Das erschließt sich mir gar nicht so. Ja, Fortbewegungsmittel hat auf jeden Fall Eisenbahn, Reittiere, Luftschiffe, Yachten als Unterpunkte und verschiedene Geräte, ne? Ferngläser, Röntgengerät, Überlebensausrüstung, Überwachung. Ja. Ja, sogar Waffen werden hier genannt. Das finde ich auch ganz geil. Versteckte Waffen, Trickwaffen, Shattuck Unique Palm Pistol, oder wie man sie auch immer ausspricht, Le Petit Protector Ring Gun, okay, Stockdegen, ah, das hat gerade einer unserer Leute im Spiel, auch wenn der nicht unglaublich reich ist, schwere Waffen, Panzer, Jagdflieger und Bomber, Artilleriegeschütz, Handgranaten, Sprengstoffe, ja, da können halt die Reichen drauf Zugriff haben, ne? Kann ja sein, dass man so einen reichen General spielt oder so und der kann durch irgendwas da rankommen. Naja. Und hier gibt es dann sogar noch eine extra Tabelle dafür, wegen dieser weiteren Waffen. Also das ergänzt sozusagen auch wieder diese Tabellen vom Investigatorenkompendium und Grundregelwerk.
Ja, mythosbezogener Besitz. Ja, einmal gibt es hier auch wieder Tabellen, ne, wie man in den Besitz gekommen ist, was das für eine Art ist und Auswirkungen und Konsequenzen. Da gibt es dann auch wieder hier Besitzerlangung, wieder eine schöne Tabelle und überhaupt die Art auch nochmal. Und letztlich auch nochmal wieder mit einem W10 die Auswirkungen und Konsequenzen. So. Unter Freunden Beziehungs-, Netzwerke und Korruption, auch sehr wichtig bei reichen Leuten. Woher man sich kennt, natürlich mit verschiedensten Möglichkeiten hier, ne? Von Reportern über organisierte Kriminalität bis hin zu Verwaltungsbeamte und Forschern. Ja, wo man sich überhaupt so trifft, ist sogar teilweise für mich im Moment gar nicht so unwichtig in meinem aktuellen Abenteuer. Ja, wie man sich hilft, was man so hört. Und schmutzige Geheimnisse gibt es dann auch noch in einer sehr großen Tabelle hier mit einem W10 wieder auswürfelbar. Finde ich immer sehr geil, diese W10-Tabellen oder überhaupt diese Tabellen bei Cthulhu. Ja, und Glaube und Weltsicht, dieser eine Punkt, den man bei der Investigatoreneschaffung ja dann entsprechend auch, den man ausfüllt bzw. auswürfelt vom Grundregelwerk oder Investigatorenkompendium, ist hier auch nochmal unterlegt. Optimist, Punkt. Okay. Ja, ein wenig angepasst natürlich auf die Reichen. So, das Gruppenkonzept. Okay, Gruppenkonzepte der oberen 10.000. Also ich glaube, hier geht es so ein bisschen darum, dass man vielleicht auch eine ganze Gruppe von solchen reichen Leuten spielt. Aber da muss ich wirklich sagen, das finde ich ja immer ziemlich geil bei Cthulhu, ne? Selbst wenn man also irgendwelche reicheren Leute oder Leute spielt, die irgendwie mehr machen können. Naja, wenn die mit dem Mythos konfrontiert werden, also die können dann auch nichts mehr machen, ne? Das ist eben der große Unterschied, wenn ich normale Fantasy-Charaktere erstelle und die leveln immer weiter hoch, was ja bei Cthulhu allein schon nicht wirklich geht. Das ist ja sehr beschränkt. Dann bin ich irgendwann mega gut und der Spielleiter muss mir immer irgendwas entgegenwerfen, damit das noch spannend wird. Und das ist bei Cthulhu ja eher nicht der Fall, ne? Da kommt man sehr schnell mal in Teufels Küche. Ja, finde ich eben auch ziemlich cool. So diese Ohnmacht der Charaktere letztlich, dass sie aber immer noch irgendwie, ja, ein ganz bisschen was reißen können. Es gibt natürlich auch Leute, die finden das dann frustrierend. Auf der anderen Seite gibt es Spielleiter, die finden das irgendwie ganz geil, eigentlich diese Macht zu haben. Joa. Andererseits hat man eben nicht diese geilen Charakterentwicklungssachen. Ne? Also ich mag irgendwie beides. Also normalerweise würde ich auch DSA oder so spielen, aber das Konzept finde ich auf jeden Fall auch mal geil. Schwieriger finde ich da eher, dass man dann irgendwie in so, wenn man in großen Städten oder so spielt, wie ja sind gerade in Hamburg zum Beispiel, dass man da ein bisschen das Problem hat, dass die Leute nicht ständig irgendwie die Polizei nur holen oder so. Also da muss man dann ein bisschen aufpassen. Ja, das zwingt einen immer so ein bisschen dazu, dass man eigentlich immer irgendwo an Orte geht, wo nicht so viel Hilfe zu erwarten ist. Oder ein bisschen Hilfe, aber die reicht dann auch nicht am Ende, weil die Mythos-Kreaturen oder so zu heftig sind. Beziehungsweise, man kann natürlich auch einfach was Ultraheftiges machen, ne? Hamburg kann untergehen oder so. Naja. Ja. Verwandtschaftsbeziehungen. Oh Gott, in welchem Kapitel waren wir gerade? Ach ja, genau, Gruppenkonzept, genau. Arbeit, Geschäft, unvollständige Gruppenkonzepte sogar noch. Okay. So, dann gibt es sogar noch was zu Organisationen. Das finde ich auch ganz geil. Die Söhne Siegfrieds. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es das alles wirklich gibt oder gab. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Ist ja sowieso bei Cthulhu so ein bisschen durchmischt, ne? Die Söhne Siegfrieds klingt irgendwie interessant. Und da sind dann auch Berufe für vorgeschlagen. Okay. So, die Kollektoren der Mysterien. Ja, auch ganz cool. Vorgeschlagene Berufe und Investigator. Gut, das finde ich sowieso ganz cool. Man kann ja auch eigentlich, man kann ja alles Mögliche machen, ne? Also man kann ja auch einfach sagen, hey, wir sind bei den Freimaurern, ein paar Leute, die kennen sich und die haben aber so geheime Ziele Richtung, keine Ahnung, Mythos-Zeugs und so, ne? So Geheimwissen. Also mit Geheimgesellschaften, wo auch Reiche vielleicht was machen oder normale, da kann man auch wieder geile Sachen mit verknüpfen.
und haben alle dann einen Grund, was zu machen. So, und dann gibt es noch für erfahrene Investigatoren Pakete. Das gab es doch auch im Grundregelwerk irgendwie schon, ne? Oder im Nee, ich glaube nur im Investigatoren-Kompendium. Oh, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber da gab es irgendwo so Pakete, so fertige, die auch für, glaube ich, Erfahrene dann schon waren. Reichtum durch harte Arbeit ist ein Paket. Da werden einem dann so ein paar Sachen zugesagt, ne? Anfangsalter, ja, hier mit der Stabilität noch eventuell was abgezogen wird. Genau, also schon mal so Voreinstellungen, so ein paar, ne? Überraschender Reichtum ist noch ein Paket und Reichtum und Mythosbesitz. Okay. So. Ja, und dann kommen wir natürlich nach 50 Seiten, auf den letzten 30 Seiten zu den ganzen lang beschriebenen Professionssachen, die man, was ja auch so eine Art Herzstück dann einer solchen Publikation ist. Ja, mal gucken, wie sind die aufgebaut? Also sicherlich ähnlich wie Mystiker und Magier. Da gibt es erstmal den Adligen. Und ich finde das sehr cool, dass es immer so ein Zitat gibt von irgendeinem Typen, der dann dazugehört oder gehörte. Hier in dem Fall: Adel ist Personifikation der Tugend Virtuosität von Karl Julius Weber. Ja, hier ein einleitender Flufftext und dann ein normaler Text, wieder in Bezug auf die 20er. Und noch was Optionales, bevor dann am Ende der Wertekasten kommt. Ne, die Wertekästen wie immer, ne, Punkte für Berufsfertigkeiten, ne, hier Bildung jetzt mal 4, Finanzkraft, eine gewisse Spanne halt und empfohlene Kontakte und dann noch 8 Fertigkeiten, manche davon auch frei wählbar, je nach Beruf oder ja, Typus. Ja, also im Prinzip ist einfach diese gesamte große Vorlagerung, diese anderthalb Seiten, sind einfach eine sehr ausgedehnte Berufsbeschreibung, was man ja sonst im Investigatorenkompendium nur in recht kurz gefasst hat und im Regelwerk ja gar nicht. So, der Betrüger. Also Adliger, klar, der kann reich sein. So, also das ist für mich kein Problem, das verstehe ich. Der Betrüger, klar, der kann auch reich sein. Heiratsschwindler hier, auch sehr geil. Okay, die haben alle am Anfang so einen Flufftext. Gut. Klar, das Erbe oder der Erbe kann auch, oder die Erbin kann auch reich sein. Natürlich. Erfinder können natürlich auch reich sein. Nikola Tesla hier als Zitat am Anfang. Die Filmikone. Dann haben wir hier noch Gattin bzw. Witwe. Oh, oha, das ist für mich jetzt echt wichtig nochmal, da muss ich mir nochmal was durchlesen. Lesezeichen gibt es übrigens nicht hier in diesem Heft, aber es ist ja auch nur so ein kleines Heft, ne? So, ah ja, hier haben wir auch den General, der kann ja vielleicht auf Militärsachen zugreifen. Den Goldgräber. Ja, man kann ja auch in den USA noch irgendwas erreichen, denn Amerika ist ja nun mal auch, ja, also da spielen ja die ganzen Sachen auch bei Cthulhu. In aller Regel. Ja. Und dann haben wir noch den Großindustriellen, klar, ne? Kann man sich sehr gut vorstellen. Lotteriemillionär, auch klar. Dann haben wir hier noch das Mafia-Oberhaupt, ja, auch klar. Maler von Weltrang. Also da wird schon ein bisschen draus klar, Maler können nicht einfach nur so reich sein, also da muss man schon einen gewissen Rang haben. Dann haben wir hier noch die medizinische Koryphäe. Und den Modezar. Ja, natürlich in den 20ern auch eher alles wieder Männer. Also ist ja eh so eine Sache, ne, wenn man einen weiblichen Charakter spielt. Ja, muss man halt ein bisschen sich der Zeit da anpassen. Ja, die 20er waren vielleicht auch ein bisschen lockerer. Aber also von manchen Sitten her, ne, die dann später vielleicht noch strenger wurden. Ja, zumindest vor den beiden Weltkriegen. Aber es ist natürlich ein bisschen schwierig mit Frauen dann, ne? Aber das soll einen natürlich überhaupt nicht abhalten, das alles reinzubringen. Das ist, gerade das wäre mal dann eine echt spannende Sache. So, Musiker von Weltrang muss natürlich auch was Wichtiges sein.
Also der muss auch einen Weltrang haben. Religiöser Führer. Gut, die können auch genug Geld haben. Ja, der Schatzjäger im Unterschied zum Goldgräber. Dann haben wir noch den Spekulant. Klar, ne, so Märkte gab es immer schon. Also ja, zumindest sehr lange schon. Der Spitzensportler. Ja. Und danach kommt, genau wie in Mystiker und Magier, nochmal so ein bisschen was zu Kurzvorstellungen, wo sie jetzt nicht so die Riesentexte haben. Ne? Also wo sie wirklich, wie man es hier sieht, wirklich von der Textmasse her ist das halt einfach so wie im Investigatorenkompendium. Ne? Aber das ist eben auch schon so cool und genug, dass es im Verhältnis zum Grundregelwerk auf jeden Fall besser ist. Ja. Ja, weil sie halt seltener sind, ne? Wird hier vor allem gesagt, werden die jetzt hier nur kurz beschrieben. Der Bankier halt, ne? Der Großhändler, der Immobilienhai, der Mäzen. Oh, gibt es hier. Achso, ja gut, hier bei Mäzen wird noch gesagt, dass es ja eigentlich kein Beruf ist, weil man nicht davon wirklich leben kann, aber man kann da halt irgendwas mitmachen. So, Millionär, Privatier, der hat also einfach genug Geld, um so zu leben und nicht zu arbeiten. Schwarzmarktkönig, auch sehr geil. Spitzenpolitiker, der Vorstand und die Stilikone. Das ist. Hier, genau, hier wird nämlich gesagt, also die Stilikone, ne, 1920er, Emanzipation, da kommt, ja, also da geht es für Frauen bergauf erstmal. Ne? Und ich meine, da geht es eben um Frauen, weil ne, Mode und Schönheitsideal und so, also die Models, also das sind, also Mannequins, das sind natürlich Frauen dann. Ne? Finde ich auch sehr geil, wie da beschrieben ist, dass ja eigentlich so eine Stilikone sehr, sehr auf sich achtet, vielleicht auch eingebildet ist und dass sie eigentlich nicht so gerne schmutzig wird und Schramm kriegt oder Narben oder so. Was natürlich im Investigatorenleben mal passieren kann. So, ja, Vorstand. Also wir haben hier auch noch einige. Jo. Und dann gibt es hier noch ein paar Beispiel-Investigatoren. Hier eine Witwe. Ja, die haben dann ihre Werte entsprechend alle. Genau, da dürfte eigentlich nicht wirklich was fehlen, ne? Ja. Gut, müsste man sich mal angucken. Dann haben wir noch einen Maler und dann haben wir noch einen Großindustriellen. Ich frage mich, wo sie diese Bilder hergenommen haben. So. Moment, eins, zwei, drei. Die haben, glaube ich, noch einen vierten, ne? Ja. Eine Schatzjägerin sogar noch. Auf der letzten Seite, auf Seite 80. Gut. Ja, keine Werbung. Schön durch vier teilbar, wie immer. Bei Rollenspielbüchern, überhaupt bei Büchern, die ja in den Druck kommen und wo das dann durch vier teilbar sein soll am Ende, damit es möglichst günstiger auch ist. So. Ja. Gut. Also, ein super Rundumschlag, wie ich finde. Also 10 Euro, ne? Noch nicht mal 9,95 €. Also das. Das bereue ich halt jetzt überhaupt nicht. Also ganz ehrlich, wenn bei Cthulhu mal so ein Heft rauskommt, also das nehme ich einfach mit, ne? Egal, ob ich das jetzt irgendwo im Internet sehe oder im Laden, also das nehme ich dann einfach mit. Und ganz ehrlich, bei 20 Euro für so ein unglaublich dickes, reichhaltiges Grundregelwerk, ne? Also. Ich meine, 20 Euro ist ja schon so, dass man einfach so sagt, naja, komm, 20 Euro nehme ich mal mit und oh, ich kriege dafür ja viel. Und das ist ja nicht irgendwie ein Schein oder so, sondern wenn man sich das durchliest, was ich mittlerweile fast schon getan habe, dann merkt man, das ist halt saugehaltvoll. Alles Mögliche perfektioniert, was sich über 6 Versionen angestaut hat und jetzt in der 7. nochmal ein bisschen nett gemacht wird. Also, das kann man, glaube ich, einfach immer einstecken. Über die direkte Qualität und den Inhalt dieser Hefte kann ich natürlich jetzt nicht extrem viel sagen. Eigentlich nichts möglich, weil ich die ja noch nicht gelesen habe. Aber ich denke mal, so viel Schlimmes wird da mit schon nicht los sein. Und ich, für einen Zehner ist es auch eigentlich egal fast, ne? Also, das ist nicht wirklich so schlimm.
Ja, achso, ich habe auch gar nicht gesagt, dass dieses Heft eigentlich jetzt gerade auch neuer ist, ne? Es ist vor recht kurzer Zeit erst rausgekommen. Und deswegen werden wir natürlich noch etwas warten müssen, bis irgendwann mal wieder ein neues Heft rauskommt. Aber es soll schon so eine Reihe sein, ne? Das hat der Mensch, der Redakteur hier, der Chef, glaube ich, auch mal irgendwo gesagt. Also das ist jetzt nicht so, dass sie sagen, ja, komm, mal zwei Hefte und fertig, sondern es ist schon so, dass sie sagen, also wir bauen da auch die Reihe dann auf, ne? Und da bin ich echt mal gespannt, was sonst noch kommt. Ja, auf jeden Fall ein gutes Ding. Muss auch nicht unbedingt in Farbe sein, das ist alles nicht so schlimm. So schwarz-weiß passt ja auch ganz gut zu alten Quellen, ne? So alte, verstaubte, vergilbte Quellen. Ja, und als kleinen Bonus am Ende, fürs Ende, zeige ich einfach nochmal kurz, ohne dass ich da jetzt ein eigenes Video von mache oder so, zeige ich einfach nochmal kurz hier was von. Das ist jetzt nichts riesig zum Zeigen, da sage ich einfach nur ein paar Worte zu. Denn das ist jetzt, das steht jetzt damit nicht unmittelbar in Zusammenhang, aber einfach nur so, weil ich das jetzt letztens mal angefangen habe. Ich habe, während ich diese ganzen Regel- und anderen Quellenbandsachen von Cthulhu immer mehr mir angeeignet habe und dann auch jetzt mittlerweile zweimal geleitet habe, habe ich natürlich gedacht, hey komm, also ich will jetzt endlich mal etwas von Lovecraft auch lesen. Klar, ich kenne diese ganzen älteren, die Art von älteren, ja, von älterer Literatur, ne? Nicht nur durch die Schule, sondern vielleicht auch mal irgendwie durch Studium oder so, aber so richtig von alleine habe ich jetzt noch nie, glaube ich, so gesagt, ich kaufe mir mal was Älteres. Ich meine, wer geht jetzt als junger Mensch einfach hin und sagt, ja komm, also ich will jetzt einfach mal was Altes lesen, ne? Aber dahin bin ich natürlich gekommen durch das ganze Cthulhu-Zeug. Also ich wollte schon mal was davon lesen, von dem Zeug, wo das alles herkommt. Ja, und da hat man natürlich im Grundregelwerk und im Investigatorenkompendium viele Vorschläge dafür, was man denn so als erstes vielleicht lesen könnte. Da wurde unter anderem auch hier das hier empfohlen, also diese Reihe vom Fester Verlag. Das ist jetzt hier keine Riesenwerbung oder so, einfach nur so, ne, meine kleine Erfahrung einfach mal gezeigt und was drüber gesagt. Das, genau, und ich wollte aber, ich bin immer so einer, auch beim Rollenspiel, ich möchte halt nicht irgendwie so eine kurze Sache mal, also beziehungsweise entweder eine ganz kurze Sache und dann ist gut, weil ich einen Eindruck habe und die Zeit dann wie was anderes wieder aufwende, oder ich möchte das wirklich im Ganzen irgendwie mal gelesen haben oder mich einer Sache zugewendet haben. Ich sammle dann zwar auch nicht jedes einzelne Rollenspielbuch oder so, da bin ich nicht der extreme Sammler, aber ich möchte schon, ne, wenn es so eine gewisse abgeschlossene Sache gibt, möchte ich dann auch alles davon mal gesehen, gelesen haben, wie auch immer. Ja, mittlerweile nicht mehr so krass wie früher, aber eigentlich möchte ich das. So, und deswegen habe ich geguckt, naja, ich möchte jetzt nicht von irgendwelchen anderen Leuten um Lovecraft herum oder nach ihm Sachen lesen, ich möchte jetzt die direkten Wurzeln lesen, die Lovecraft-Geschichten. Jo, und da habe ich dann eben, naja, ich habe so ein bisschen gegoogelt, ne, und dann habe ich eben geguckt, aha, hier zum Beispiel Der Außenseiter ist so eine 8-seitige Kurzgeschichte, kann man als PDF sich irgendwie runterladen, kann ich einfach lesen. Und dann habe ich aber gemerkt, das kann man auch mit anderen machen. Also es gibt, nicht alle, aber es gibt echt einige Geschichten, die man einfach so als PDF lesen kann. Vielleicht auch mittlerweile einfach frei, weil es schon so lange her ist, da gibt es ja diese rechtlichen Sachen da. Naja, und ich wollte aber irgendwie doch lieber so, also nicht einfach mal da so eine blöde PDF oder ausdrucken oder so. Ich wollte das so richtig, ne, kennt ihr ja, man will nicht unbedingt immer eine PDF oder so, man will das richtig in der Hand haben, so dieses alte, dieses schöne, ne, also dieser alte Geist von 1900 und Krug, der hier dann so drin steckt, in schöne, moderne, in schönen, modernen Druck halt gebannt. Ja, und dann habe ich halt rumgeguckt. Ich wollte so Sammelwerke haben, da bin ich auf den Fester Verlag gestoßen. Und gut, das sind jetzt ein paar mehr Worte mittlerweile schon, aber sei es drum. Und habe dann hier, ne, vom Fester Verlag H.P. Lovecrafts Bibliothek des Schreckens hier gefunden. Ja, und das sind insgesamt 6 Bücher.
nach diesem Stil hier. Da stehen, glaube ich, keine Nummern drauf, aber sie haben halt einzelne Bezeichnungen. Und jedes Sammelbuch hat, glaube ich, immer 6 Geschichten, ich bin mir nicht sicher. Die sind hier im ersten Band drin. Ich weiß auch nicht, ob es noch mehr von ihm gibt als die in diesen 6 Büchern. Ja, und ein so ein Buch kostet halt immer, es hat Hardcover mit Lesezeichen hier 24 Euro. Und da habe ich mir gedacht, komm, also das machst du mal. Ja. Und da hat man dann hier, ne, so ein bisschen was zu Lovecraft noch. Und dann hier ist dann noch irgendwie so ein bisschen so Werbungszeugs, weil man das natürlich auch als Hörbuch dann alles holen kann. Und wenn man diesen Umschlag hier abnimmt, dann ist halt einfach, wie man es kennt, ne? So einfach ein schwarzes Buch, aber eben hinten schön in Gold nochmal der Titel. Ja, und ich habe da mittlerweile auch reingelesen. Also aus der gesamten Bibliothek davon, Frank Fester, ist es jetzt anscheinend Band 17. Und hier, das hier ist die Liste mit den mit diesen 6 Büchern. Ja. Und das hier ist hier so ein bisschen auch, also die alte Sprache von ihm haben sie so ganz behutsam auch erneuert und so. Das ist ganz nett. Ja, und irgendwie hier 4. Auflage 2011, damals 2005 erschienen. Also es ist schon ein paar Jährchen her. Und man hat dann halt auch nicht nur die 6 Geschichten, sondern ich glaube, die haben immer ungefähr die gleiche Seitenzahl, ungefähr 320 Seiten, diese 6 Bücher. Und es gibt dann hier zum Beispiel noch Anmerkungen zu Der Schatten über Innsmouth. Und noch Lovecrafts Notizen dazu und noch eine verworfene Fassung. Ja. Und ich habe zumindest so ungefähr die Hälfte davon schon gelesen von diesen Geschichten. Die sind auch, also die Länge schwankt auch echt. Also es gibt dann hier sowas wie Der Außenseiter oder Dagon. Das sind dann irgendwie ungefähr 10 Seiten. Und es gibt dann, ne, sowas wie Ratten im Gemäuer oder Ding auf der Schwelle. Da hast du irgendwie 20, 30, 40 Seiten. Und dann hast du auch sowas wie Flüsterer im Dunkeln oder Schatten über Innsmouth mit mehr so näherungsweise 100 Seiten. Ja, und das ist eben einfach ganz normal romanmäßig, ne, wie man es kennt. Die längeren Geschichten haben dann durchaus auch mal so Kapitelanzeigen, ne, hier so halt. Und ja, ich bin gerade hier in das Ding auf der Schwelle. Muss ich noch morgen weiterlesen. Und ich war echt mal gespannt, wie das überhaupt dann so wirkt. Und es ist ja auch übersetzt, ist jetzt nicht irgendwie was Deutsches, wo man dann weiß, Goethe oder so, sondern das ist ja wirklich vielleicht ein bisschen anders. Ja, und also ich muss sagen, es fiel mir nicht 100% leicht. Ne? Also ich bin halt auch Literatur schon gewohnt, die jetzt nicht 100% leicht zu lesen ist. Schon ein bisschen anspruchsvolle Sprache hat. Irgendwann wird es halt zu nervig, aber das hier geht auf jeden Fall. Das ist eine gute, also es ist so ein bisschen wie wenn man in der Schule irgendwie mal Literatursachen gelesen hat, so von älteren Autoren und Autorinnen. Ja, aber das muss aber auch sein, finde ich, weil das ist ja eben auch die ältere Zeit. Ne? Da passt es eben genau, da stimmt das Ambiente. So, und so kommt es halt mal, ne? Wenn man sich dann doch mal für etwas interessiert, was aber zufällig früher geschrieben wurde, vor 100 Jahren oder so, ja, dann ist das für einen dann auch doch wieder okay, ne? Und früher hat man in der Schule vielleicht gemeckert. Jo. Und es ist anscheinend immer aus der Ich-Perspektive und zumindest hier bei diesen kürzeren, ganz kurzen Geschichten, Dagon und Außenseiter, da hatte ich auch das Gefühl, dass er da irgendwie so zwangsweise ständig alles vollgestopft hat mit so Horrorworten, ne? Also mit so Adjektiven ständig, ne? Oh, grau und erregend, furchterregend und so. Also das war so ein bisschen, fast schon ein bisschen künstlich. Das fand ich nicht so 100% geil. Also da war die Sprache, also es war nicht so subtil. Und da habe ich gedacht, naja, ob du dir noch weitere Bücher dann später kaufst, mal gucken, naja, liest du erstmal weiter. Und ich weiß nicht, also der Außenseiter, da geht's, okay, ich will ja nicht spoilern sozusagen jetzt hier, ne? Also der Außenseiter war eine nette kleine Geschichte, wo ich einmal sogar irgendwie nochmal wieder nachlesen musste am Ende, weil da ich irgendwie so einen kleinen Twist nicht gecheckt habe, wo so eine Ebene gewechselt ist. Und da geht's, naja, um ein gewisses
Ding vielleicht. Ja, und bei Dagon kennt man ja vielleicht auch schon von diesen Kreaturen, ne? Da geht's auch, also diese Geschichten haben immer so einen ganz großen Vorlauf. Da wird so ganz, ganz viel Vorgeschichte erzählt. Man muss sich nicht alles merken, aber ja, also ist, also vor allem in diesen längeren Geschichten, ne, da kommt ganz viel Vorlauf, welcher Freund mit wen mal kannte und warum der was gemacht hat und welches Haus geerbt hat und warum aber die Bauarbeiter dann so und so waren und die Dörfler aber schlecht gelaunt waren und so. Also das ist schon fürs Ambiente auch irgendwo wichtig, ne? Aber es ist wirklich es ist jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit Handlung und Action. Es ist halt echt ein großer Hintergrund erstmal. Ich weiß nicht, ob das in allen Geschichten so ist, aber zumindest so ein bisschen in diesen Kurzgeschichten und bei, was habe ich noch gelesen gehabt, Ratten im Gemäuer und auch jetzt bei das Ding auf der Schwelle. Ding auf der Schwelle habe ich jetzt zur Hälfte gelesen, so 15 bis 20 Seiten. Und also, dass da irgendwie der große Schrecken bisher gekommen ist, den man irgendwann ja auch erwartet, das war auch noch nicht. Aber es werden vorher so kleine, subtile Sachen auch immer mal eingebaut. Das ist schon ganz cool. Und Ratten im Gemäuer, ne? Also ich sag mal, also ich grusel mich jetzt da nicht so wirklich irgendwo, ne? Das ist halt auch alles schon ein bisschen älter. Und ich bin auch aber nicht der Typ, der jetzt irgendwelche Horrorclowns mit Kettensägen braucht und irgendwelchen blöden Horrorfilmen oder so. Brauche ich alles auch nicht. Also das Subtile finde ich schon gut. Es ist halt so diese eigene Art, da kommt vielleicht auch nicht jeder mit klar hier. Das hatte schon so, also wenn man sich ein bisschen drauf einlässt und Lovecraft und Cthulhu mag, hat das schon so ein bisschen was Beunruhigendes auch an einigen Stellen. Und meistens irgendwie kommt, also am Anfang, das ist auch echt krass, da kommt die ersten paar Sätze, da wird auch erstmal gleich gesagt oft, ja, ne, hier, mein Freund muss sich halt umbringen, ne? Aber ich hoffe, wenn ich jetzt erstmal erkläre, dass die Leute das verstehen. Und dann wird halt ganz, ganz lange der Vorlauf erstmal und irgendwann kommt dann das Ende und der Schrecken und so. Das ist erstmal so mit der Tür ins Haus fallen. Ja, ich musste ihm in den Kopf schießen, so. Das ist schon echt krass. Naja. Also das ist schon, man bekommt aber echt so ein paar Ideen auch. Also ich habe mir echt ein paar Notizen auch gemacht für Dinge, auf die ich als Spielleiter nochmal mehr achten möchte. Also das muss ich schon sagen, das ist ganz geil. Ja, also manchmal, ich finde es manchmal aber auch irgendwie ein bisschen komisch, wenn dann so, ja, wenn es dann so sich steigert dann am Ende und krasser wird, dass ich dann am Ende... Also dann in einer Geschichte, ich spoilere jetzt nichts, aber dann in einer Geschichte, da staubelt es sich ein bisschen hoch und so ein bisschen Wahnsinn kommt dann auch. Und auf einmal spricht die Figur, also der Ich-Erzähler, auf einmal spricht der so Sachen aus, wo ich weiß gar nicht, man weiß gar nicht, woher der das weiß und warum jetzt dieser Name und alles, also so aus dem Nichts irgendwie. Es gibt manchmal noch so eine Verknüpfung, ne, dass er irgendwie eine alte Familiengeschichte hat, aber selber eigentlich damit nichts zu tun hatte. Ne, aber uns das immer verdrängt hat und so und dann deswegen vielleicht auf einmal das sofort weiß, so wie so ein Schnippen im Gehirn. Aber irgendwie häufig ist es irgendwie so, dass ich jetzt gar nicht weiß, woher der das weiß. Dann erzählt er auf einmal so, ja, das ist Nyala Totep, der da im Loch sitzt und mit irgendwelchen Flötenspielern da, mit so unheiligen Wesen, die da Flöte spielen, sitzt und da irgendwie, und ich musste schnell weg und so. Und das ist nämlich der finstere Gott und so saß da ein Gott. Und man denkt sich halt, hä, warum kennt er den Namen? Wie kann er das erkennen? Woher weiß er das alles? Woher weiß er, dass es ein Gott ist? Woher weiß er, dass die da irgendwie Flöten in der Hand haben, wenn es dunkel ist? Also so ein paar Sachen, wo man so denkt, hä? Wie jetzt? Ne? Das geht dann immer so ein bisschen schnell irgendwie und dann wird er wahnsinnig und so. Ja, also das finde ich immer nicht so ganz gelenk. Vielleicht habe ich auch irgendwas nicht kapiert richtig. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich schon. Naja. Aber was ich eben wirklich geil finde, also man kommt auf diese Ideen, ne? Also wenn die dann so beschreiben, aus welchen Gründen, in welchen Landstrichen, in Zusammenhang mit welcher Kulturgeschichte und welcher Geografie noch irgendwelche Kulte, ne? Da haben dann die Römer schon irgendwas gemacht und dann gab es bei den Römern aber welche, die haben nochmal spezielle Sachen gemacht. Und wieder aus einem anderen antiken Volk irgendeinen Gott übernommen und dann haben die da aber wieder, oh, also das ist wirklich geil, ne? Das macht Spaß, muss ich sagen. Das ist eine coole Sache.
Ja, das gefällt mir sehr gut. Da hat man so richtig auch Lust, ne, die Spieler da mal in so gewisse Situationen zu bringen und irgendwie, keine Ahnung, bei uns jetzt gerade in Hamburg, einfach irgendwie sich da irgendwas rauszusuchen noch und zu sagen, hey Leute, der will jetzt aber einfach nur ein Verwandter, der Archäologe ist oder irgendwas, der will irgendwas erforschen oder so. Und dann seid ihr jetzt einfach, keine Ahnung, irgendwo unter Hamburg oder was weiß ich, irgendwas, was passt. Und da sind aber aus irgendwelchen mittelalterlichen Kulten noch komische Sachen und so. Und dann bettet man das noch alles so ein. Das ist richtig geil. Also da habe ich echt Bock drauf. Naja. Ja, genau. Und das ist also, ich sag mal, es gibt insgesamt schon so ein paar Schwächen und es ist auch nicht jedermanns Sache oder jeder Frau Sache. Naja. Es ist nicht die Sache von jedem oder jeder, so dieser Stil, aber das Geile ist, ihr müsst euch das nicht einfach sofort kaufen. Ihr könnt euch hier, ne, der Außenseiter oder auch mal eine längere Geschichte, ich glaube Ratten im Gemäuer und so, könnt ihr euch auch runterladen und schon mal reinlesen und gucken, ob das was für euch ist und so. Und also das ist auch problemlos machbar. Ja. Ja, gut. Dann soll es das erstmal gewesen sein. Und ich werde auf jeden Fall schön weiterlesen. Und da es im Moment so heiß ist draußen und ich eine Matratze in den Keller gelegt habe und ich da dann auch diese Geschichten hier lese, das ist schon, also das stimmt einfach dann irgendwann alles. Ne? Da hat man richtig Bock, so ein bisschen auf Gruseln und so und diese alte Literatur dann. Das ist schon ganz geil. Ja, okay. Dann soll es das gewesen sein. Und ja, gut, sage ich jetzt noch mal zum Abschied, was ich als nächstes mache. Ja, gut, okay, weil ich es immer mache, sage ich es noch mal. Also die ganzen Sachen auf die weite Zukunft, ne, das habe ich oft genug schon in irgendwelchen Videos gesagt. Aber ich werde jetzt demnächst erstmal den Comic der Andergaster von DSA 5, den werde ich erst einmal rezensieren. Ja, und danach werde ich direkt mich um, ich glaube, die Verschwörung der Magier hieß es, dieses Solo-Abenteuer von DSA 5, darum werde ich mich dann kümmern und danach noch Vampir von Havena und keine Ahnung, vielleicht kommt zwischendurch irgendein Crowdfunding-Zeug von Seelenfänger oder Wege der Vereinigung an und das wird natürlich dann auch gezeigt. Oder ich entschließe mich spontan wieder irgendwas zu kaufen, Cthulhu oder so, keine Ahnung. Und auch Midgard ist nicht komplett ausgeschlossen. Also vielleicht werde ich da auch noch mal irgendwann irgendwas machen. Jo, gut. Dann erstmal so weit und bis denn.